Kinder der 80er Jahre. Yuppies und Snobs, Punks und Gruftis, Metalheads und Rocker, Hip-Hopper und nicht zu vergessen die Grunge-Szene. Die Jugend als Spiegelbild einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft. Es wird mit den Fraggles gesungen, über Alf gelacht und in Österreich werden die ersten Breziner Bücher verschlungen. Die Älteren von uns bewundern Aufsteigertypen wie Brian Flanagan alias Tom Cruise im Hollywood-Blockbuster Cocktail. Warte. Wir reden über Tom Cruise in den 80ern und du kommst mit Cocktail? Sorry, was ist mit Top Gun? Wenn ich Top Gun erwähne, kommen von dir garantiert Zitate oder schlimmer unpassende Vergleiche mit Maverick und Iceman. Und das wollte ich verhindern. Da oben hat man keine Zeit zu denken. Wenn man denkt, ist man tot. Gentlemen, Sie sind genau die deswegen die nicht Top Gun. Also, der Walkman wird erfunden. Thomas Gottschalk moderiert erstmals Wetten, dass. Gameboy und Videorekorder erobern die Privathaushalte. Dirty Dancing wird 1987 unerwartet zum Hit und später Kult. Apropos Zitate. Mein Baby gehört zu mir. Ich tanze. Steve Jobs baut seinen ersten Mac. Das erste Handy kommt auf den Markt und in Deutschland wird die erste E-Mail empfangen. Vielleicht stand da auch ein Filmzitat drin. Nein, ich bleibe bei Cocktail. Der Barkeeper ist der Aristokrat der Arbeiterklasse. Typ, ich will nach oben, egal wie, ist eine Facette der Jugendszene, die damals so enorm vielfältig ist. Schauspielerin Andrea Händler und Ö3-Moderator Robert Kratky waren dabei. Ich habe damals mir eine Gatschwelle wachsen lassen. Das geht nur, indem man in der Früh aufsteht und wahnsinnig viel föhnt. Und dann habe ich versucht, mit der Gatschwelle die Welt wahrzunehmen. Das geht dann so, da hat man Haar, da hat man Schal und da schaut man. Und mehr geht nicht. Das ist Popper sein. Die 80er Jahre als 20er, Mitzwanziger, 30er zu erleben, glaube ich, war eine Sensation. In den 80er Jahren zu jung für fast alles zu sein, was die 80er Jahre geboten haben, war tragisch. Die Eltern zerbrechen sich dagegen über andere Dinge die Köpfe, diskutieren abendelang, häufig in zigarettengeschwängerter Luft. Über Ereignisse wie etwa die Katastrophe von Tschernobyl. Das sind die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums. Kein Regenwasser oder Wasser aus Zisternen trinken, denn im Regenwasser können radioaktive Substanzen enthalten sein. Auch frisch geerntetes Obst und Gemüse sollte vor dem Essen gründlich gewaschen werden. Vor allem Kinder sollten in den nächsten Tagen nicht zu intensiv mit Erde oder Sand spielen. Die unsichtbare Strahlengefahr verunsichert in den Tagen nach dem 26. April 1986 die Bevölkerung. Um 1.23 Uhr explodiert der Reaktorblock 4 des Kernkraftwerkes Tschernobyl. Am Tag davor beginnt man im Kraftwerk einen vollständigen Stromausfall zu simulieren. Der Versuch soll den Nachweis erbringen, dass in der Anlage trotz Stromausfalls genügend elektrische Energie produziert wird, um die benötigten Kühlsysteme bis zum Anlaufen der Dieselgeneratoren versorgen zu können. Dabei kommt es zu schwerwiegenden Verstößen gegen die Sicherheitsvorschriften, schließlich zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg, bis der Block eben explodiert. Unmengen radioaktiven Materials wird in die Luft geschleudert. Ein Super-GAU, die Steigerung des größten anzunehmenden Unfalls, ist Realität. Allerdings, in Europa wird das erst in der Früh des 28. April ruchbar. Im Kernkraftwerk Forsmark in Schweden, mehr als 1200 Kilometer von Tschernobyl entfernt, wird wegen erhöhter Radioaktivität Alarm ausgelöst. Peter Stelig war Landessekretär beim Niederösterreichischen Zivilschutzverband und erinnert sich an ungewisse Stunden. Bis man sozusagen zurückschauen konnte und die Wettergeschichten beobachten konnte, wie hat sich das ausgebreitet, wie war die Wettersituation, ist man draufgekommen, woher es kommt. Bis man dann auch in Russland gesagt hat, ja, es ist etwas passiert. Das ist erst am Abend desselben Tages. In der sowjetischen Nachrichtensendung Fremia wird eine erste Meldung über einen Unfall in Tschernobyl verlesen. Sie verbreitet sich wie ein Lauffeuer im Westen. Erst Tage später lassen erste Satellitenaufnahmen das wahre Ausmaß des Unfalls erahnen. Für mich war es irgendwie schon unangenehm, weil man wirklich nicht gewusst hat, was kommt jetzt, was wird da. Also es war eine nicht sehr schöne Situation. Und wie gesagt, man hat sich zurückgezogen, man hat sich schon zurückgezogen. Wir sind auf der Wiese gelegen, haben gedacht, ob wir das in Zukunft auch noch machen können, dass wir einfach auf der Wiese liegen. Ich wusste nur, dass ich damals nicht im Garten spielen durfte um die Zeit, ja. Dass wir nicht raus dürfen haben. Das heißt nur, ja, das ist passiert und ja, also wir sollen gefälligst drinnen bleiben. Staub sollte mit einem feuchten Tuch aufgewischt werden. Für die Landwirte gilt,
Kühe nicht auf die Weide lassen, nicht mit frischem Grünfutter füttern, das Vieh sollte auf keinen Fall mit Regenwasser getränkt werden, sonst könnte Radioaktivität in die Milch gelangen. Diese Empfehlungen des Gesundheitsministeriums stammen vom 2. Mai 1986, also fast eine Woche nach dem Super-GAU. Peter Stehlig informiert in diesen Tagen in Veranstaltungen tausende Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher. Die Unterlagen, die wir damals bekommen haben, waren hochwissenschaftlich. Wir mussten sie herunterbrechen fürs Verständnis für die Bevölkerung, dass man am Abend in einem Gasthaus für die komplette Bevölkerung quer durch vom Hochschulprofessor bis zum letzten Hilfsarbeiter, dass er es versteht. Die radioaktive Wolke zieht da bereits tagelang über Westeuropa. Strahlenschutzspezialisten oder Einsatz- und Notfallpläne gibt es damals keine, erinnert sich Bernhard Schlichtinger, ehemals für den Zivilschutz im Land Niederösterreich zuständig. Damals hat man diese Maßnahmen im Wesentlichen aus der Situation heraus entwickeln müssen erst. Österreich zählt zu den am stärksten belasteten Gebieten. Auch in Niederösterreich regnet es in diesen Tagen heftig. Der Niederschlag ist radioaktiv. Bis heute ist in manchen Böden die Strahlung vorhanden, vor allem in Pilzen. Wie groß die globale Auswirkung ist, hat man nicht wirklich realisiert. Ich finde es trotzdem eigentlich präpotent von der Menschheit, Sachen zum starten, die man nicht selber wieder dran kann. Aber Zusammenhalt. Zumindest in Österreich ist nach dem Super-GAU von Tschernobyl das Kapitel Atomkraft endgültig vom Tisch. In Zwentendorf werden Kraftwerksteile verkauft und etwas später folgt der Todesstoß. Ein Loch wird in die doppelwandige Kondensationskammer des Kraftwerks geschnitten, eine Inbetriebnahme damit unmöglich gemacht. Die aktuellen Energienöte durch den Ukraine-Krieg und die reduzierten russischen Gaslieferungen führen derzeit in ganz Europa zu einer neuen Debatte in Sachen Atomkraft. Zuletzt hat etwa das EU-Parlament dafür gestimmt, die Atomkraft unter gewissen Bedingungen als klimafreundliche Investition zu betrachten. Weniger klimafreundlich aber die Antwort der österreichischen Politik auf das Nein zum AKW Zwentendorf ist in den 80ern das Kohlekraftwerk Dürnrohr. Das Dampfkraftwerk wird mit Steinkohle betrieben und im Jahr 1987 in Betrieb genommen. Es soll die Lücke in der Energieversorgung schließen. Der Standort, knapp 5 Kilometer vom AKW Zwentendorf entfernt, wird absichtlich so gewählt, damit die Stromleitungen von Zwentendorf genutzt werden können. Das Kraftwerk verfügt über 2 Blöcke und, Achtung Pubquiz, hat den höchsten Schornstein Österreichs mit 210 Metern. Dürnrohr ist über Jahrzehnte wichtiger Eckpfeiler für die Versorgungssicherheit, bis 2019 die Kohleverbrennung aus wirtschaftlichen und ökologischen Gründen eingestellt wird. Nachteil? Die Abhängigkeit von russischem Erdgas wird dadurch vergrößert. In Dürnrohr wird heute in der Müllverbrennungsanlage Fernwärme produziert. Mr. Gorbatschow. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Diesen berühmten Satz hat US-Präsident Ronald Reagan am 12. Juni 1987 in West-Berlin gesagt. Eine direkte Aufforderung an den Führer der Sowjetunion, Michail Gorbatschow, die Berliner Mauer zu öffnen. Das Ende des Kalten Krieges und damit der Teilung Europas nimmt immer konkretere Formen an, zunächst in Ungarn. Dort haben Reformkommunisten bereits einiges erleichtert und beginnen zwei getrennte Welten einander anzunähern. Mit Rückendeckung aus Moskau. Julia Köstenberger ist Historikerin und hat den Eisernen Vorhang als einen ihrer Forschungsschwerpunkte gewählt. Es war jetzt nicht von vornherein so klar, also wenn man sich jemand im Frühjahr gesagt hat, im Frühjahr 1989, nicht, also im November 1989 steht die Berliner Mauer nicht mehr, hätten ja die Leute geglaubt, man ist verrückt, nicht? Es gibt also Anzeichen für eine Erosion des Kommunismus. Ein Abdanken scheint jedoch nach wie vor eine Utopie zu sein. Im Jahr 1989 überschlagen sich dann die Ereignisse in einer ungeahnten Geschwindigkeit. Am 2. Mai 1989 kündigt Ungarn den Abbau der Grenzsicherungsanlagen an und legt damit den Grundstein für den Fall des Eisernen Vorhangs. Natürlich ist Ungarn ein sehr wichtiger Punkt und diese Entwicklung, weil ja da einiges ins Rollen geraten ist, weil da vor allem die Ostdeutschen die Möglichkeit ergriffen haben, über Ungarn nach Österreich zu flüchten. Und so ist dann eigentlich auch das ganze System ein bisschen ins Wanken gekommen.
Am 19. August kommt es zum sogenannten paneuropäischen Picknick nahe Schopron und St. Margareten im Burgenland. Mehr als 600 DDR-Bürgerinnen und Bürger gelangen durch ein geöffnetes Grenztor von Ungarn nach Österreich in die Freiheit. Es ist die größte Fluchtaktion seit dem Bau der Mauer. Und zu dem Zeitpunkt war ja sozusagen in der Tschechoslowakei, war da eigentlich noch nicht so viel im Gange. Eigentlich eine Woche nach Fall der Berliner Mauer ist auch in der Tschechoslowakei zu einer größeren Demonstration gekommen ist, am 17. November 1989. Das war eine Demonstration von Studierenden vor allem, aus Anlass eigentlich des Gedenkens 50 Jahre NS-Terror, also wurde dann gleichzeitig auch eine Demonstration gegen das Regime in einer Weise, und das wurde von der Polizei ziemlich hart niedergeschlagen oder aufgelöst, diese Demonstration. Dieses Vorgehen der Polizei hat also sehr großes Entsetzen und Empörung hervorgerufen bei der Bevölkerung, und dadurch ist eigentlich erst wirklich auch das Regime ins Wanken geraten. Am 4. Dezember 1989 tritt um 0 Uhr die offizielle Öffnung der tschechoslowakischen Grenzen in Kraft. GSSR-Bürger benötigen zur Ausreise aus ihrer Heimat nur noch einen Reisepass. Bei der Einreise nach Österreich wird kein Visum verlangt. Der ORF Niederösterreich ist vor Ort. Werner Predota berichtet damals live von der Grenze. Ich melde mich hier direkt vom Grenzübergang, direkt an der Grenzlinie zwischen Österreich und der Tschechoslowakei. Und wir erleben in diesen Sekunden wahrlich einen historischen Augenblick. In diesen Sekunden öffnet sich nämlich für die Bevölkerung der Tschechoslowakei die Grenze zu Österreich. Ja, und in diesem Augenblick kommt das erste Fahrzeug zum Grenzübergang. Wir erwarten jetzt, dass sich in den nächsten Sekunden hier der Schranken öffnet für das erste Fahrzeug, das hier herüberkommt von der Tschechoslowakei nach Österreich. Ich werde nur vielleicht ein paar Kilometer hinten die Grenze fahren und dann wieder zurück. Wie ist das Gefühl für Sie jetzt? Es ist wirklich schön. Wir können schon in Österreich gehen. Es ist wirklich schön. Was so machen Sie in Österreich? No, ein bisschen durch Wien bummeln und dann etwas kaufen, einkaufen und dann nach Hause. Tage später durchtrennt Außenminister Alois Mock mit seinem Amtskollegen Jiří Dienstbier an der österreichisch-tschechoslowakischen Grenze den Eisernen Vorhang und öffnet damit nicht nur symbolisch die Grenzen. Mock und Jiří Dienstbier haben sich bei Kleinhauxdorf getroffen. Großes Empfangskomitee, große Menschenmenge, Volksfest sozusagen. Und eigentlich wollte man dort einen Zaun durchschneiden, nur war der nicht mehr da. Dann ist man nach Landerteier gefahren, hat eine Pressekonferenz gegeben. Und ich glaube, also inzwischen hat man dann nach einem Grenzzaun gesucht, wo einer noch steht, und hat noch einen gefunden bei der Ortseinfahrt von Heflin, was eben gegenüber von Landerteier ist. In diesen Tagen an der Grenze unterwegs ist die damalige Redakteurin und heutige ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnherr. Ich war genau um Mitternacht vom 3. auf den 4. Dezember 1989 am Grenzübergang Berg bei Bratislava. Es war eine eiskalte Nacht, das weiß ich noch ganz genau. Und es sind natürlich Hunderte und Tausende gekommen, damals schon in dieser Nacht. Und wir haben viele gefragt und viele haben gesagt, wir wollen einfach nur mal schnell rüberfahren, schauen, wie das so ist, und fahren dann eh wieder nach Hause. Also es war jetzt nicht der große Ansturm von Menschen, die fluchtartig ihr Land verlassen wollten, weil die das schon kannten. Die kannten das aus Berlin, die kannten das von Ungarn, und die glaube ich, wussten, wenn sich dieser Schlagbaum mal hebt, dann wird er sich auch nicht wieder senken für sie. Ich konnte auch ein bisschen Tschechisch und deswegen haben wir uns halbwegs mit den Leuten verständigen können. Und es war unglaublich. Wir sind dann im Laufe dieser Tage natürlich mehrfach über die Grenze hin und her gefahren. Es war eine ziemliche Feierstimmung dort eigentlich. Und jedes Mal, wenn wir rübergefahren sind, haben uns die damals im tschechoslowakischen Grenzer noch zugerufen: Hey, Rakuske Televise, österreichisches Fernsehen, willkommen, willkommen. Und ich bin dann ja auch einige Wochen später noch einmal hingefahren und durfte Zeugin werden, wie eben
tatsächlich jetzt nicht nur dieser symbolische Schnitt, den man ja kennt, wo der damalige Außenminister Mock dabei war und so. Also dieses Foto ist ja sehr berühmt geworden. Weniger berühmt geworden sind die Bilder, die dann aber auch in alle Welt sich verteilt haben, als dieser vollkommen vereiste, wie mit Zuckerwatte überzogene Drahtzaun dann tatsächlich abgebaut wurde. Also als die großen Arbeiten begonnen haben. Und da war ich in einem auch sehr, sehr kalten frühen Morgen dort. Ich glaube, um 3 in der Früh oder so haben die Soldaten begonnen, ein ganzer Trupp von jungen Soldaten mit so riesigen Scheren diesen Zaun zu durchschneiden und zusammenzurollen. Und natürlich haben wir dann auch ein Stück davon bekommen. Und das war ein irgendwie mystischer Moment, ja, in diesem noch finster, und dann kommt die Sonne da raus und dieser Zuckerguss von Eis über diesen Maschen treten. Also es war unvergesslich, wirklich unvergesslich, dieser Tag. Dieses ganze Jahr 89 ist ja ein unheimlich dynamisches Jahr. Diese Geschwindigkeit der Veränderung, die da stattgefunden hat, ist ja eigentlich bis heute unvergleichlich. Wie war die Atmosphäre da auch als Berichterstatterin innerhalb einer Redaktion über diese Wochen bis hin zu diesem symbolischen Schnitt zwischen Mock und Dienstbier oder auch später dem tatsächlichen Abbau? Eins ist ja schon mal klar, wir müssen ja uns vergegenwärtigen, wie anders die Arbeitsbedingungen damals noch waren. Also es gab nicht diese schnellen Kommunikationsmittel, es gab nicht sozusagen, man ist nicht ständig online gewesen, das Internet war noch in relativ weiter Ferne. Recherchen haben sich auf einem ganz anderen Niveau abgespielt. Also ich habe zum Beispiel in diesen ersten Tagen, als ich dorthin hin und her gefahren bin, mir einen Kontakt gelegt zu jemandem aus dem weiteren Umfeld des Militärs und habe gebeten, dass die unseren Kameraassistenten anrufen, weil der eben sie versteht auch telefonisch, irgendwie uns zu sagen, wann das wirklich losgeht mit diesem Abbau des Eisernen Vorhangs. Wie wäre ich denn sonst zu dieser Nachricht gekommen? Die Arten der Recherche und wie kommt man zu einer Neuigkeit oder wie kriegt man Wind von etwas, das hat eine ganz andere Dynamik natürlich gehabt. Ne? Und man ist also vielfach auch darauf angewiesen gewesen, auf Kontakte, die sich von sich aus melden oder einfach auch aufs Vorortsein. Ne? Diese heutige Redaktionsarbeit, die sehr viel darin besteht, einfach vor dem Bildschirm zu sitzen und Quellen zu checken, das war damals nicht so. Man war unterwegs, man war vor Ort, sonst hätte man diese Geschichten nie erfahren und nie gewusst, dass sie stattfinden. Das war sicher einer der Momente, die man also auch heute nach so vielen Jahren noch sehr präsent in Erinnerung hat. Ich kann mich an ziemlich alles in dieser Nacht zum Beispiel erinnern. Ja. Ich kann mich erinnern, dass wir in einem kleinen Übertragungswagen gesessen sind, der ungeheizt war. Und dass wir so ab 3 Uhr morgens dann tatsächlich, glaube ich, von den Grenzern einen Schnaps angeboten bekommen haben, weil es so klirrend kalt war. Das vergesse ich nie, wie scheußlich der geschmeckt hat und wie trotzdem wichtig es war, weil wir fast davor waren mit diesem Übertragungswagen. Und an solche Kleinigkeiten kann ich mich erinnern. Und das war schon sehr, sehr, sehr einschneidend. Deswegen kann ich nur sagen, das hat eine tiefe Kerbe in meinem Lebenslauf. Sonst würde man sich ja auch nicht so viele Jahre später noch exakt an das Datum erinnern. Ich vergesse dieses Datum nie. Ich habe einen alten Reisepass aufgehoben. Da sind noch die Stempel drin von diesen Tagen. Man sieht sie auf den Archivaufnahmen umringt von tschechischen Jugendlichen, die ihnen dann am Ende auch noch eine tschechische Fahne andrücken. Ja, diese Euphorie, mit der man dann auch plötzlich konfrontiert ist, nach Jahren voller Angst in derselben Gegend, am selben Platz. Also wie haben Sie diesen Kontrast da irgendwie wahrgenommen? Das war schon natürlich, von der Stimmung her, hat das schon die Besonderheit dieses Augenblicks ausgemacht, das muss man sagen. Ich war ja eben, wie gesagt, auch schon vorher ziemlich oft in der damaligen Tschechoslowakei unterwegs zur Berichterstattung. Ich war in den Atomkraftwerken, zum Beispiel in Bohunice, in Dukovany, und habe dort Reportagen gemacht. Das war extrem schwierig. Ja. Da war immer ein Regierungskommissär dabei, der geschaut hat, wo die Kamera hingerichtet ist und der uns gesagt hat, da dürfen Sie nicht filmen. Wir haben einmal bei Dukovany einfach von der Straße aus die Türme gefilmt und dann kam die Militärpolizei und hat uns die Pässe weggenommen und ist damit verschwunden und hat uns
uns dort stehen lassen mit einem Aufpasser und kam Stunden später wieder zurück. Und die haben uns gesagt, sie dürfen hier nicht filmen. Und das, also, das war schon, uns war schon bewusst, von welchem Staat wir da ausgehen und was das für ein Land war, das dann plötzlich, wo man da plötzlich einfach hinfahren konnte und sich hinstellen konnte mitten auf die Straße und filmen, was man will. Und keiner hat mehr gefragt, woher kommt ihr, was wollt ihr, für wen berichtet ihr, was ist die Geschichte und überhaupt. Ja? Und plötzlich war das alles anders von heute auf morgen. Also dieser absolute Kontrast innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit, das musste man schon erst mal verstehen. Der erwartete Ansturm an Bürgern aus der GSSR ist es am 4. Dezember noch nicht. Viele Bürger warten noch auf ihre Reisepässe und auf die Visen. Bis Mittag werden als Spitzenwert am Grenzübergang Berg etwa 800 Pkw mit 1500 bis maximal 2000 Personen registriert. Die Zahl der Grenzübertritte steigt am nächsten Tag dann allerdings schon massiv an. Was war eigentlich der Grund dafür, dass nur so wenig gekommen sind? Also ich glaube, einerseits waren sie eben selber überrascht. Und das war ja eigentlich sehr, 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 sehr kurzfristig. Und auf der anderen Seite war es ein Wochentag. Ja, und außerdem hatten die Leute nicht unbedingt einen Reisepass. Am 11. Dezember 1989 beginnen tschechoslowakische Soldaten an mehreren Stellen der gemeinsamen Grenze zwischen der GSSR und Österreich mit dem Abbau des Eisernen Vorhangs. Schon tags zuvor marschieren zigtausende Menschen von Bratislava nach Hainburg für den Frieden und beginnen an der Grenze den Eisernen Vorhang selbstständig wegzuräumen. Ende Dezember kommt es zu einem ganz besonderen Treffen auf beiden Seiten der March. Mehrere tausend Menschen aus Hohenau und dem Nachbarort Moravský Jan setzen ein Zeichen der Zusammengehörigkeit. Viele Familien sind durch die Kriegswirren und den Eisernen Vorhang getrennt gewesen. Dieses Treffen ist für manche der erste Sichtkontakt nach 40 Jahren mit den eigenen Eltern oder Kindern. Über Lautsprecher können sie sogar wieder miteinander sprechen. So, wir sind hier an. Er ist überglücklich. Schrecklich. Udalosti. Došlo. Spolupráci. Zusammenarbeit. Oblasti Sportu. Auf Ebene des Sports, Kultur, der Kultur, Ökonomik, der Landwirtschaft, der gesamten Wirtschaft. Die Bürger beider Orte fordern eine Brücke über die an der Stelle etwa 60 Meter breite March. Denn die Anreise zum jeweils anderen Ort dauert sonst mehrere Stunden. An jenem 30. Dezember dauert sie nur wenige Minuten. Eine österreichische Delegation setzt sich kurzerhand in eine Zille und rudert auf die tschechoslowakische Uferseite. Gute Wünsche, Bekenntnisse zur Zusammenarbeit und ein scheinbar besonders starker Schnaps werden ausgetauscht. Die wollten zuerst mit einem kleinen Floß hinüberfahren, nur das hat irgendwie nicht gehalten und ist abgesoffen. Und die sind dann noch rechtzeitig zurückgesprungen ans Ufer. Es gibt sogar ein Lied, in Hohenau ist es irgendwie komponiert worden, also in Gedenken an dieses Ereignis. Das heißt, jetzt fahren wir über die March und da sank das kleine Flößchen hinab ins kühle Nass. Innerhalb von nur 12 Monaten ordnet sich im Jahr 1989 die europäische Welt komplett neu. Der eiserne Vorhang ist aufgegangen, die Berliner Mauer gefallen. Das Ende der Sowjetunion erlebt ein Niederösterreicher hautnah eben dort im Sternenstädtchen nordöstlich von Moskau mit. Ich habe damals das Glück gehabt, ich habe die Mondlandung miterlebt, schon in einem Alter, wo ich es bewusst eigentlich miterleben kann. Und dann will man natürlich auch sowas machen und Astronaut sein. Der Techniker Franz Fieböck wird gemeinsam mit dem Arzt Clemens Lothaler ausgewählt, die Kosmonautenausbildung 1989 in der Sowjetunion zu beginnen und ist 2 Jahre später der erste und bislang auch der einzige Österreicher im All. Und das kam so. Bei einem Wien-Besuch schlägt Nikolai Rischkow, der Vorsitzende des Ministerrats der ehemaligen UdSSR, der österreichischen Regierung einen gemeinsamen, bemannten Weltraumflug zur Raumstation Mir vor. 220 Personen, darunter 20 Frauen, bewerben sich um die Mission. Entschieden wird in Moskau. 1989 beginnen Fieböck und Lothaler ihre Ausbildung. Im September 1991 steht fest, Fieböck ist der Favorit, Lothaler der Ersatzmann. Sobald die Entscheidung gefallen ist, war es für mich interessant zu beobachten, dass das nicht ein Moment war, jetzt habe ich gewonnen, sondern
eher so, boah, und jetzt bin aber ich der, der die volle Verantwortung trägt und jetzt liegt es an mir. Also nicht so das euphorische Siegesgefühl, sondern eher, boah, jetzt ist dann die volle Verantwortung bei mir. Am 2. Oktober 1991 ist es dann soweit. Was Franz Fiebeck hier kurz bevor er in die Rakete einsteigt meint? Seine Frau Vesna ist zu diesem Zeitpunkt hochschwanger. Die Soyuz TM hebt um 6.59 Uhr mitteleuropäischer Zeit ab. Der Kommandant gibt durch, das Befinden am Anschluss ist gut. 8 Stunden später kommt Fiebecks Tochter Carina Marie im Krankenhaus Wiener Neustadt zur Welt. Wir haben das nicht gleich erfahren, sondern erst am nächsten Tag in der Früh, also das war in Österreich schon in Zeit im Bild und in den Medien. Wir konnten da nicht gestört werden, weil wir schon Nachtruhe gehabt haben. Ich habe das dann als erstes natürlich am nächsten Tag erfahren. Erinnert sich Fiebeck viele Jahre später im Gespräch. Am 4. Oktober dockt die Soyuz-Rakete an der Raumstation Mir an. Die Einstiegsluke öffnete sich und als erster schwebte der Österreicher Franz Fiebeck zu den Klängen des Donauwalzers in die Raumstation. In den Händen die rot-weiß-rote Fahne mit dem österreichischen Bundesadler. Die Kosmonauten werden mit Kuchen empfangen. Zum Donauwalzer tanzen wollen sie mit Fiebeck dann doch nicht. Wie soll man sagen, erfolgreich und ohne Probleme hier an der Station angekommen bin. Ich bin überrascht, wie groß die Station ist, wie viel Raum hier ist. Das Andocken war problemlos, ein weiches Andocken, kein harter Schlag, alles problemlos gegangen, automatisch. Und eine gute, glückliche Landung, Dos Vitania, auf Wiedersehen in Österreich. Bis die Soyuz-Kapsel am 10. Oktober in Kasachstan wieder landet, werden 15 wissenschaftliche Experimente aus den Gebieten Weltraummedizin, Physik und Weltraumtechnologie aus Österreich durchgeführt. 20 Universitätsinstitute bzw. Kliniken sowie etwa 30 Firmen sind an der Mission beteiligt. Mitte Oktober kehrt Fiebeck dann nach Österreich zurück. Mit einer Dreiviertelstunde Verspätung landet die Maschine von Franz Fiebeck knapp vor 18.30 Uhr auf dem Flughafen in Schwechat. Das erste Zusammentreffen mit seiner Frau Vesna und der kleinen Carina Marie findet noch im Inneren des Flugzeuges statt. Und dann der Moment, auf den alle gewartet haben. Franz Fiebeck steigt aus der Maschine in Begleitung von Wissenschaftsminister Erhard Buseck. Nach 7 Tagen, 22 Stunden und 12 Minuten ist das Abenteuer vorbei. Und Fiebeck ist im Zentrum des öffentlichen Interesses. Schön wieder hier zu sein und besonders, wenn man von seiner eigenen Tochter, die man seit der Geburt noch nicht gesehen hat, außer in der Raumstation, über Fernsehen, wenn man hier so begrüßt wird. Das ist natürlich ein ganz wunderbares Gefühl. Und dann natürlich bin ich sehr froh, dass der ganze Flug so erfolgreich absolviert wurde. Dann war das eine ziemlich harte Landung zurück auf der Erde im irdischen Leben. Plötzlich war ich da mit rotem Teppich und all dem Journalisten und plötzlich Gewittern versehen. Ich habe Gott sei Dank realisiert, was da so abgeht, rundherum und mit mir auch abgeht. Und habe dann rechtzeitig begonnen, die Handbremse anzuziehen. Fiebeck ist heute Vorstandsvorsitzender der Berndorf AG. Das Weltall hat ihn bis heute nicht losgelassen. Ja, wird auf alle Fälle nochmal machen, aber sicher auch wieder hinauf auf diese 400 Kilometer zur Raumstation. Und dann aber durchaus einen längeren Aufenthalt und das auch kombiniert mit einem Ausstieg, Weltraumausstieg in den freien Weltraum, weil das schon noch einmal eine Steigerungsstufe ist. Die nächste Steigerungsstufe dieses Podcasts folgt bereits am 26. September. Wieder mit den bewegendsten Momenten der Jahre 1992 bis 1996. Um bei Filmen zu bleiben, im Kino sorgen die Paare Julia Roberts und Richard Gere in Pretty Woman und John Travolta und Uma Thurman in Pulp Fiction für Gänsehautmomente. Einem weiteren Traumpaar danken wir für Mitarbeit und Vorrecherche. Alexander Katulitzki und Stefan Schwarzwald-Seiler.